Hallo Mobiflip, Hi. willkommen wieder zur Ausgabe des Backflip-TVs, unseres Wochenrückblicks, jetzt auch auf YouTube. Charles lässt sich leider entschuldigen, die Top-3-Gründe, warum Charles nicht dabei ist. Er muss zum Friseur. Top 2, wir haben die Mitteilung bekommen, dass die Sendung irgendwie ein bisschen langweilig ist und deswegen haben wir zuerst den rausgeschmissen, der am meisten redet. Und die Top 1, er hat tatsächlich gute Gründe, nicht hier zu sein. Und dafür habe ich Hannes. Hallo Hannes. Hallo, ich rede auch sehr viel weniger als hier der andere. Okay, dann werden wir es vielleicht auch diese Woche schaffen, unter einer halben Stunde zu bleiben. Mal schauen. Unsere Themenauswahl, eure beliebtesten Themen der letzten Woche, Stand Samstagmittag. Sind tatsächlich auch in große Themenblöcke zu gliedern Darf ich und den ersten einer sagen? Darf von ich den ersten denen sagen? Warte, warte, warte. sagt La den li pap, ersten. la li pap, oh, la li la li la li la li pap. Udum bum bum. Aber auf Top 10, Entschuldigung. auf dem 10. Platz starten wir mit USB Typ C, angeblich von Apple entwickelt. Ja, wobei das angeblich, naja, ich meine, sie Das sind ist. halt fast die Ersten, die es benutzen. Und also in dem Beitrag stand halt irgendwie so ein Zitat von Gruber, dass er leider seine Quellen nicht nennen darf, aber es wohl relativ wahrscheinlich ist, dass Apple diesen USB-Typ-C-Standard allein entwickelt hat und jetzt als Industriestandard in den Markt pressen möchte. Ja, ergibt ja auch Sinn, ne? Ab 2017, meine ich, müssen ja nun alle Anschlüsse identisch sein, vereinheitlicht sein. Und da hat Apple dann schon großes Interesse, dass das zumindest dann in ihrem Sinne entwickelt wurde. Also Ja. ein Anschluss, über den halt so viel wie möglich, ähnlich wie bei Lightning, durchgeschliffen werden kann. Genau. Und ehrlich gesagt, ich finde den ganz schön praktisch. Also, es geht genug Strom durch, es geht Video durch, es gehen Daten durch, und zwar jede Menge Daten, und zwar schnelle Daten. Davon kann die ganze Industrie nur profitieren von. Das wäre ganz toll. Wenn jetzt ab jetzt jedes Notebook nur noch drei oder vier von diesen Dingern hätte, es muss ja nicht nur einer sein wie beim neuen MacBook, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Vor allem, wenn man laden möchte und eine Tastatur dran haben möchte oder eine Maus oder ein Bildschirm gleichzeitig oder so, dann hast du dann diese riesen Kabelpeitschen da dran, das möchte doch keiner. Aber generell finde ich das eine super Idee. Ob das jetzt von Apple kommt oder Ja, nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist praktisch. Und das ist es. genau. Und beim neuen Pixel Chromebook ist es ja sogar dann halt so, dass es auf gegenüberliegenden Seiten angebracht ist. Das heißt, wenn man sich irgendwo mal an den Tisch setzt und eine Steckdose sucht, kann man sich dann auch dieses um das Gerät rumlegen des Ladekabels ersparen. Ja, genau. Man kann leider Das nicht ist zwei schon. Ladekabel reinstecken und es dann super schnell aufladen. Das wäre noch sehr cool. Aber vielleicht fällt dann ja in den USA die Adaptergeschichte weg, wenn man mit 2x110 Volt. Ist Naja, ich habe Physik abgebrochen. vielleicht auch gut so. Und wo wir gerade bei Physik sind, auf dem 9. Platz das HTC One M9 dank Snapdragon 810 zu heiß. Es sind Ja. ja jetzt, obwohl es noch Embargo darauf gab, Benchmarks durchgeführt worden auf dem neuen M9 und dabei hat sich die Aluminiumrückseite extrem stark erhitzt. Wobei extrem stark, also es sind halt 50 Grad, das ist schon sehr, sehr viel, aber so extrem stark, naja. Es ist ja jetzt nicht so, als ob man ein Spiegelei darauf braten würde. Aber ich Oder? möchte auch nicht unbedingt in ein 50 Grad heißes Bad Ehrlich gesagt, steigen. weiß ich gar nicht, wie heiß 50 Grad sind. Ich denke mir nur, okay, halb so heiß wie eine Herdplatte. Müsste ja dann noch gehen. Ja, okay, gut. Naja, Ich das sollte Heißeste, auch was nicht bei mehr mir hier Physik studieren, vielleicht. aus der Leitung kommt, sind 60 Grad. Und in Ja. 60 Grad heißes Wasser will Aua, ich das auch tut weh. die. Ja, okay. Ja, also Also, Fakt es ist, ist es schon wird sehr viel extrem. heißer als andere, ja. Ja. Und da ist jetzt dann halt die Frage, ob das ähnlich wie die Kamera, die wir letzte Woche besprochen haben, auch noch durch ein Firmware-Update gezügelt werden kann.
Ja, aber was willst du da machen? Du kannst es nur also ein bisschen kälter bekommen, indem du den Prozessor drosselst. Und das wollen die Leute nicht, sonst hätte man auch gleich einen alten Snapdragon 801 oder 5 oder was auch immer da einbauen können. Tja. Machen können. Tja. Generell habe ich das Gefühl, das M9 wird irgendwie so ein bisschen fail. Ja. Also, ich meine, ich habe Kamera, hier immer noch, ich die habe meinen M8, 7 meine ich, das liebe ich, wie nichts Gutes. Die Kamera ist scheiße, aber damit kommt man zurecht. Und vor allem der schwarze Balken, der hat wenigstens auch noch einen Sinn da, ne? Da sind halt diese Softbuttons noch mit drin. Aber jetzt vom M8 zum M9 hat sich echt nicht viel getan. Die Kamera ist totaler Grütze und das Ding wird zu heiß. Ach, HTC. Schade. Ja. gut, dazu passend haben sie ja jetzt auch in der Führungsspitze einen kleinen Austausch vorgenommen. Ja. Allerdings, wenn der Peter Chow dann weiterhin noch fürs Produktdesign verantwortlich ist, fürchte ich, wird sich auch mit dem M10 nicht so viel tun. Ja. Ich habe noch gar keine Gerüchte zum M10 gelesen. So viele iPhone 7 und Galaxy S7 Gerüchte, die es schon gibt, beziehungsweise iPhone Ja. 6S. Und zum M10 findet man noch gar nichts. Ich meine, was soll Ja, da sieht man das? vielleicht mal, wie groß das Interesse an HTC momentan ist. So, Tja. achter Platz. WhatsApp für Android erreicht 1 Milliarde Downloads. Krass, ey. 1 Milliarde. Das ist schon echt viel. Also das ist die fünfte App überhaupt für Android, die das geschafft hat. Und erst die zweite, die nicht von Google kommt. Und lustigerweise, die erste war Facebook. Also Facebook rockt einfach den App-Markt für Android. Aber gut, ich kenne auch tatsächlich niemanden, der ein Smartphone hat und kein WhatsApp. Es gab so ein Ja, ist paar richtig. Ausreißer, die versucht haben, so, ich wechsle auf Threema oder Telegram oder was weiß ich, diese ganzen Nischendinger, aber die haben sich in meinem Wenn halt Freundeskreis keiner jedenfalls überhaupt mitwechselt, nicht ne, dann. durchgesetzt. Ja, Genau. genau. Ich bleibe halt da, wo die meisten Leute sind. Und das ist nun mal WhatsApp. Und mittlerweile, glaube ich, sind sie auch einfach too big to fail. Also jeder hat WhatsApp und jeder, der ein Smartphone neu bekommt oder sich kauft, der wird WhatsApp installieren, weil all seine Freunde WhatsApp haben. Ja gut, also diese 1 Milliarde Downloads muss man halt auch relativ sehen. Es sind dem gegenübergestellt 700 Millionen User, meine ich. Da sind die iOS-Leute auch noch alle mit drin. Ja. Aber dennoch beeindruckend große Zahlen. Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal rechnet, ich weiß nicht, wie viele der WhatsApp-Nutzer wirklich bezahlen. Ich tue es, glaube ich, seit 2 Jahren oder so. Aber das sind ja nur Mini-Beträge. Also ganz ehrlich, die könnten jetzt eigentlich auch die App für 3 € reinschmeißen und die Leute würden es wahrscheinlich trotzdem noch kaufen. Ich habe kein Geld dafür. Ich muss meinen Starbucks-Coffee kaufen. Ja, aber gut, diese Naja. ganze App-Bezahlen-Geschichte ist auf Android ja sowieso kaputt gefühlt. Also ich treffe immer noch Leute, die sagen hier, ne, für Apps bezahlen, was denn da los? Wo ich so denke, hä, das ist 1 Euro, ey, wenn ich dir jetzt 1 Euro aus deiner Tasche klauen würde, würdest du es nicht mal merken. Aber Ja, naja. das ist. Platz 7 sage ich nur kurz die Überschrift, nämlich Sony Xperia Z3 und Z3 Compact Update auf Android 5.0 Lollipop gestartet. Lollipop. Lollipop, bla. Bum, Und da sage ich nur die Überschrift, weil wir dazu noch später wiederkommen. Und es macht keinen Sinn, das jetzt zu besprechen und später dann nochmal. genau. Nummer 6, Lollipop. Samsung Galaxy S4 Lollipop Update landet in Großbritannien. Ja, krass. Ein 2 Jahre altes Samsung-Gerät kriegt ein Update. Oh mein Gott. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. In Großbritannien. Aber gut, es wird ja wahrscheinlich auch bei uns kommen. Bleibt dann zu hoffen, dass es dann auch irgendwie gut läuft und dass es nicht so eine geplante Obsoleszenz ist und Samsung sagt, hier, wir packen einfach das gleiche ROM vom S6 aufs S4 und ja, wenn es dann Läuft nicht dann halt läuft, ist nicht. dann halt blöd. Ja. Aber an sich halt wirklich dann schon ein gutes Zeichen. Das Galaxy S4 bekommt's.
Ja. S4 Active, S4 Mini, S4 Neo, S4 Micro, S4 Mega. Muss man dann halt abwarten. Ja. Aber auch andere Firmen sagen ja nun, wir konzentrieren uns erstmal auf die Top-Geräte. Vielleicht auch wegen Chipsets, dass die leichter anzupassen sind. Genau. Und dann muss man halt gucken, ob die Mittelklasse und die unteren Modelle das dann auch noch bekommen. Ja, es war in der Android-Welt schon immer eine schlechte Entscheidung, ein Mittelklasse-Handy zu kaufen, wenn man auf Updates steht. Eigentlich, die, die es halbwegs gebacken Außer gekriegt haben, waren die außer, na? Jetzt bin ich nicht. Motorola. Außer Motorola, das stimmt. Aber gut, Motorola, die haben wahrscheinlich noch das Google-Gen eingeimpft bekommen und haben jetzt gesagt, hier. Also ich lese diese Liste zum Beispiel auf einem Moto G der ersten Generation mit Lollipop. Ja, das Moto G der ersten Generation ist 2013 gewesen. Das ist jetzt auch noch Noch nicht zwei so Jahre alt. hin. Ja, naja. Platz 5. Pebble freut Ja, sich da über die freue ich hohen mich. Preise der Apple Watch. Ja, Ich freue mich auch über die hohen Preise der Apple Watch. na klar. Endlich weiß ich, wohin mit meinen ganzen Goldbarren. Nämlich ganz Bonzen-Blogger. viele, genau, nee, ganz viele Pebble Time Steel kaufen. Und dann? Hast du eine vorbestellt zufällig? Nein, habe Also ich nicht. gebackt? Nein? Okay, ich schon. Nee. Habe ich nicht gebacken gekriegt. Okay. Ich finde tatsächlich den Weg, den Pebble da einschlägt, extrem charmant. Nicht nur, weil sie halt Multiplattform sind und wir als Blogger da schon irgendwie aufpassen müssen, dass wir Sachen benutzen, die mit allen unseren 50 Handys funktionieren. Ich finde auch, der Preis für eine Smartwatch sollte schon nicht mehr als 300 € bzw. Dollar betragen. Deswegen war die Apple Watch für mich schon von vornherein raus. Vor allem jetzt, wo wir noch so früh in diesem ganzen Wearable-Ding drin sind. Es hat sich überhaupt noch nicht richtig rauskristallisiert, wozu wird das am Ende wirklich benutzt? Also werden Wearables jetzt nur, also wird sozusagen die Killer-App dafür, werden das diese ganzen Fitness-Tracking-Dinger sein oder wird die am Ende jeder benutzen, weil da Musik drauf läuft oder weil die GPS haben oder wer weiß es? So, und ich finde, Pebble macht da den sehr, sehr, sehr charmanten Ansatz mit diesen Smart Bands oder wie heißen die? Na, jedenfalls diese auswechselbaren Smart Armbänder, Straps. genau, Smart Straps, Entschuldigung. die auswechselbaren Armbänder, wo man dann noch extra Sachen mit reinflanschen kann, die die normale Pebble Time nicht hat. Finde ich eine coole Idee. Deswegen, um Himmels Willen, kauft alle eine Pebble Time. Und damit Pebble auf jeden Fall überlegt und nicht Apple kommt mit seiner Marktmacht und sagt, hier, so sieht's aus, so müssen jetzt Uhren sein und alle anderen müssen verschwinden oder so. Ja, die Pebble Time Steel konnte ich mir nun auch kurz halt ansehen in Barcelona. Und gut, die alte Steel sieht schöner aus, Ja. aber man hat es halt konsequent weiterentwickelt. Genau. Und die Farbbildschirme sorgen halt auch schon für ja, etwas mehr Verspieltheit, etwas mehr Abwechslung in der Oberfläche. Genau. Das ist Ja, schon. das finde ich auch sehr charmant bei Pebble. Die machen halt so diesen kleinen verspielten Nerd-Ansatz. So irgendwie alles flutscht so ein bisschen durch die Gegend und es nimmt sich nicht viel zu ernst und so. Wenn man mal auf die Webseite drauf guckt, dann Alles in 8-Bit und so. ja, das ist schon sehr cool. Ich mag Pebble. Ja. Sympathisches Unternehmen. Ja. So, jetzt wie versprochen, Platz Nummer 4, Sony Xperia Z3 Compact, Update auf Android 5.0 Lollipop manuell installieren und Änderungen im Video. Das hat der Michael für euch gemacht, das findet ihr auch hier im Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal angucken. Und da sind wir dann halt jetzt schon in der Sony Update Lollipop-Geschichte, die wir auch das letzte Mal schon kurz angerissen hatten, über 5 bis 10 Minuten. Und wo man sagen muss, ja, läuft halt, ne? Läuft bei Sony. Also jetzt, was das angeht. Alles andere läuft eher nicht so, aber schade eigentlich. Also seit wie lange sagen wir das schon? Seit 2 Jahren oder so, dass eigentlich Sony im Android-Bereich ziemlich viel richtig macht, bis auf dass sie halt alle halbe Jahre ein neues Topmodell vorstellen. Das muss man nicht so Lassen mögen. Sie jetzt auch sein. Ja.
Und eigentlich machen sie alles richtig. Die Updates kommen frühzeitig, die Geräte sind super. Das Z3 Compact, ich habe das jedem empfohlen, der gesagt hat, hier, ich will kein iPhone kaufen, was soll ich nehmen? Und ich will ein kleines Display, habe ich gesagt, Z3 Compact. Ich meine, das Ding ist Ja. wasserdicht und es hält 3 Tage. Ich meine, welches Smartphone hält 3 Tage? Nein, also das schafft Sony ja auch tatsächlich, die Akkulaufzeiten in vernünftigem Rahmen zu halten. Ja. Und dafür sind die Geräte dann halt mal ein bisschen dicker. Warum nicht? Ich meine, man muss ja, also offensichtlich scheint es dieses Jahr Mode zu sein, dass man Kameras baut, die hinten aus dem Gehäuse rausragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Stilmittel anerkannt ist oder so. Mich stört das bei jedem Smartphone. Das hat mich bei meinem iPhone gestört und es stört mich beim M9 und es stört mich beim S6 und es stört mich, wo gibt es denn da sonst noch? Pff, eigentlich fast überall mittlerweile. Hier so ziemlich allen China-Geräten, die nur noch 3 mm dünn sind. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwo einen Topf voll Gold versprochen gibt für denjenigen, der das dünnste Handy der Welt baut. Ich lese alle 2 Wochen irgendeine Pressemeldung. Unbekannter China-Anbieter Nummer 35 bringt dünnstes Handy der Welt raus. Und das ist dann wieder 6,432 mm dünn. Und warum? Ja. Damit man es irgendwann als Brotmesser auch missbrauchen kann? Keine Ahnung. Irgendwo reicht es auch. Solange ich mein Handy noch nicht ums Handgelenk wickeln kann, ist es nicht dünn genug. Aber wir waren bei Sony und Lollipop-Updates. Genau. Und da kommt auch unser Platz Nummer 3 der beliebtesten Themen dieser Woche bei euch rein, nämlich das Lollipop-Update für Sony Xperia Z2. Ich habe den Überblick verloren. Wie viele Jahre ist das Z2 jetzt schon her? 3 Monate? Anderthalb? Ich weiß es nicht. Aber So häufig schön, wie dass die das auf den auch Markt Lollipop geschmissen. bekommt, ja. Ja. Das müsste, Moment, IFA 2013 war das Das war Z1? Z1. Dann muss es ja MWC 2014 gewesen 14 sein. gewesen sein? Also Genau. ziemlich genau 1 Jahr alt. Ein Jahr. Wow, ein Jahr alt und kriegst noch ein Update. Wow, Way krass. to go, Sony. So hätten wir vielleicht den Artikel aufmachen müssen. 1 Jahr altes Sony-Handy bekommt Lollipop-Update. Aber gut, ich meine, Lollipop ist ein wichtiges Betriebssystem. Es hat sich extrem viel gebessert. Deswegen, je mehr Geräte das bekommen, desto besser. Genau. Und wie gesagt, die Änderung, was sich bei Sony-Geräten, die Benutzeroberfläche ist ja über alle Geräte mehr oder weniger einheitlich gehalten. Was sich da geändert hat, seht ihr bei Michael im Video in diesem Kanal. Ja. Auf Platz 2 der beliebtesten Themen dieser Woche. Sony Xperia Z4 zeigt sich in voller Pracht. Ja. Und es zeigt, dass es anscheinend auf den MicroSD-Slot verzichtet. Ja. MicroSD muss sterben. Das hat noch niemand kapiert, außer mir und Google. Aber es ist so. Und SanDisk, die eine 200 GB Speicherkarte vorgestellt hat. Ja, naja. Wie findest du das Z4? Muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Es ist das typische Sony-Design halt, aber man setzt jetzt bei einem wahrscheinlich weiterhin wasserdichten Handy darauf, so ziemlich alle Ports offen zu lassen und Ja. dann halt speziell zu beschichten. Beim M4 Aqua, das sie in Barcelona vorgestellt haben, haben die jetzt schon so gemacht. Und die Rundumsicht des Xperia Z4 sieht jetzt auch ähnlich aus. Micro-USB ungeschützt und 3,5 mm Klinke ungeschützt. Micro-SD ist weggefallen. SIM-Karte tauscht man im Idealfall kaum aus. Ja. Also muss man bei dem Gerät keine Klappe mehr öffnen. Ein bisschen schade dafür, dass der Micro-USB-Port jetzt offen liegt, ist anscheinend der magnetische Docking-Port an der Seite weggefallen. Der war bei den Sony-Geräten eigentlich auch immer ganz sympathisch. Okay. Also, ich weiß Ja, nicht, ich gut. bin nicht so ein Doc-Typ. Also ich habe auf meinem Schreibtisch habe ich so eine Autohalterung mit so einer Klebeoberfläche, wo das Handy dann so einfach dran gebappt wird. Deswegen wäre das für mich total egal gewesen. Wenn der Dock, also das Weglassen des Docks dabei hilft, Geld zu sparen und das Gerät günstiger zu machen, warum nicht? Und sonst wäre es mir auch egal.
Wenn ich mir so die UVPs der letzten Flaggschiffe anderer Gerätehersteller ansehe, wird es wahrscheinlich nicht günstiger. Wahrscheinlich nicht. Aber wie das so ist bei Androids und UVPs, 3 Monate Ja. warten, 30% gespart. Da bin Und ich dann auch gibt es sehr noch ein gespannt, wie Tablet sich obendrauf. das. Ja, genau. Da bin ich noch sehr gespannt, wie sich das S6 da einordnen wird. Weil es ist ja schon, kann man sagen, es ist so der Gewinner der Flaggschiffe dieses Jahr bisher. Bisher auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, ob es Z4, da. das Xperia Z4 ist ja im Prinzip das HTC One M9 nur in besser. Ja. Im Sinne der Veränderungen gegenüber des Vorjahresmodells und der tatsächlichen ja, Geräteeigenschaften auch. Die Ja. scheinen ja relativ identisch intern zu sein. Muss man dann halt gucken, ob beim Z4 dann nicht durch den Snapdragon-Prozessor irgendwie der Kleber der Glasrückseite angelöst wird oder Ja. so. Aber das S6 und auch S6 Edge machen halt schon einiges richtig und viel, viel besser als die letzten Samsung Galaxies. Ja, definitiv. So, genug Android. Jetzt kommt endlich mal Genau. wieder ein iPhone-Thema. Endlich mal Apple-Thema. Das beliebteste Thema dieser Woche bei uns im Blog und bei euch als Lesern, das Apple iPhone 6 legt Fritzbox WLAN lahm. Ja. Tragisch. Netzwerk ist schwer. Es ist. Ach. Ich hatte ja die letzten paar Wochen diese DLAN-Adapter von Devolo im Test und habe da auch wieder bemerkt, oh, eigentlich mit diesem ganzen Netzwerkgeraffel, man möchte sich nicht damit beschäftigen. Es soll einfach funktionieren. Und gerade wenn man ein iPhone hat, wo Apple ja ganz gerne mal sagt, dass es einfach funktioniert, dann solche obskuren WLAN-Probleme, boah, also ich fühle mit allen Fritzbox-Besitzern mit, die dieses Problem haben, weil das ist ultra nervig. Ich hab's Gott sei Dank nicht. Sehr gut. Ich habe es, obwohl ich keine Fritzbox habe. Aber wer weiß, ob es am iPhone liegt. Vielleicht auch nicht. Aber ich bin auch einfach zu faul, da jetzt irgendwie dran zu gehen und jedes einzelne Teil auszutauschen und doppelt zu testen und was nicht alles. Es muss einfach alles funktionieren und das tut es in diesem Fall nicht. Und das regt eine Menge Leute auf. Das kann ich schon sehr gut verstehen. Ja. Ja, wie gesagt, hier im Artikel, es sind nicht alle Nutzer betroffen, einige berichten davon, dass alles astrein läuft. Ich. Allerdings hat meine Internetleitung auch irgendwie nur 5,5 Man merkt praktisch gar nicht, ob das Internet wieder ausgefallen ist oder ob es Ja, noch genau. lädt. Guck mir das alles eigentlich nur ohne Bilder im Teletextmodus an. Das macht ansonsten keinen Spaß. Ja. Deswegen, liebe Leser, nehmen wir dieses Video übrigens auch schon Samstagmittag auf, damit ihr es Sonntag früh im Beitrag findet. Mit 0,7 Mbit Upload wird das nichts. Und Ah, du bist so ein Opfer, ey. nach dem Debakel letzte Woche in Full HD mit Uploadzeit von 13 Stunden gibt es das Video jetzt nur noch in 720p, aber ich hoffe, wir sind euch trotzdem scharf genug. Ja. Ja, aber das Ja, gut. Ärgerliche an dieser Fritzbox-Geschichte ist halt auch, dass man wirklich gar nichts tun kann. Es gibt Ja. keinen wirklichen Lösungsansatz, der hilft, weder Firmware-Update noch, ja gut, also das Einzige, was hilft, ist halt entweder die Fritzbox oder das iPhone zu verkaufen. Das sind dann auch Endlösungen, die keiner haben möchte. Ja. So, Hannes, noch irgendwelche letzten Worte? Tschüss. Tschüss. Oh, das war Backflip. Bis nächste Woche oder so. Genau. Also ja, Mike macht die Abmoderation. Ich mache die Abmoderation. Hannes verabschiedet sich, weil er nächste Woche nach dieser Vorstellung nicht mehr dabei sein wird. Nein, nächste Woche wahrscheinlich wieder mit Charles und mir. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und besucht uns im Blog. Ciao. Tschüss.